aus meiner Axt. Spitzhacke. So. Irgendwie. Das Hemd-Sandwich wollte zu mir. So, bald duschen gehen und hab ins Wochenende. Ja, dann wohl, ne, Zwerg? Hau mal hin. So, ich stell mal 22, wenn ich denn gleich kann, 22 Bögen her. Okay. Kann ich wieder neu bauen, vielleicht auch mal alles unter die Erde verfrachten. Ja. Unter der Erde verfrachten ist eigentlich auch mal eine ganz gute Sache. Ne? Das Problem ist halt nur, denk dran, den richtigen Beruf dafür zu wählen, Lelanja, ne? Den Miner oder was? Ich glaube, das ist der Miner. Mhm. Den hat, glaube ich, bei uns gar keiner gewählt, oder? Ne. Ich mache mal Schinken. Back mit Ei. Bitte? 4 Stück. Ich mache mal Back mit Ei. Jo. Mach mal. Brat ruhig alles an Fleisch durch, was du noch so irgendwie hast. Ne? Dass wir das einmal durchbraten. So, danke. Das war die alte. Na, das war das, was wir fertig machen. Ja, wir sind ja jetzt Tag 11. Mhm. Tag 11. Müssen ja auch unbedingt noch in den Einkaufsladen da hinten, den wir gefunden haben, die großen, um uns die Körbe für die Motorräder zu holen. Mhm. Bisschen abfeiern mit meiner Liebsten bis in die Morgenstunden. Ja. Mach das mal. So. Ah, noch 3 Minuten 50 ist das fertig. Mhm. Ach, guck mal. Können auf jeden Fall schon mal das Kupfer verarbeiten und die nächste Kupfer schmeiß ich gleich hinterher. Ja. Ja, ich habe glaube ich auch schon so viele Basen gebaut. Nur mit dem Unterschied, dass wir wirklich diesmal das Pech hatten mit den, also bei wir haben jetzt hier einmal das Pech mit der, mit den Geräten, aber da wir ja jetzt haben wir die Firepits ja am Laufen, jetzt geht es nur, kann es nur noch vorwärts gehen. Jo. Ich meine, wir haben schon Waffen, das ist schon mal ganz gut. Federn haben wir auch jede Menge. Mhm. Aber nur alkoholfrei. Ja. Ach so. Ich wollte gerade sagen, trinkt man Cocktail. Aber es gibt ja auch geile Cocktails, die. Alkoholfrei. Ja, die sind auch gut. Ja. Was wollte ich denn jetzt trinken? Wollte ich. Da. Trinken. Ich denke auch mal eventuell, dass wenn wir drüben den Außenbereich halbwegs gesichert haben, wir können ja dann wirklich mal anfangen, da vielleicht doch eine Etage tiefer zu bauen. Okay. Dass wir vielleicht unten einen Keller ausbauen. Mhm. Aber das können wir auch erst machen, wenn wir Pflastersteine haben. Ja. Oder Zement. Na, aber dann haben wir auch den Rand gesichert. Marek, also, ich danke dir, dass du da warst. Ne? Und wünsche dir einen schönen Abend und bis später. Und danke dir nochmal für deine Loots. Was wollte ich jetzt trinken?
Nee, aber das stimmt leider ja. Sobald der Pit fertig ist, geht's auch schneller. Das stimmt. Ja. Müssen dann nur mal gucken, dass wir uns irgendwie vielleicht in. Ich habe schon überlegt, ob wir nicht irgendeinem Hausgerät fertig machen, aber das kannst du eigentlich knicken, weil irgendwo hast du immer das Problem, dass die Zombies da durchmarschieren, die Horden. Ja, das ist doof. So, ist Kupfer fertig? Das Feuer ist ausgegangen. Das Feuer ist ausgegangen. Welches? Beim Lagerfeuer. Da musst du Holz reinlegen. Habe ich. Ja, musst es wieder anmachen. Habe ich. War ich schon. Da ist das schon. So. Legen wir hier nochmal einen Stapel rein. Dann lege ich da nochmal einen 300 Stapel rein. Da kommt noch ein Loot. Da kam noch ein Loot. Danke dir für deinen Loot. So. Ich habe in die obere Kiste eine Hat auch wieder 160er Marek, Schaufel. ne? Ja, Lutz, wir. Was hast du? Ja, eine 160er Schaufel habe ich da oben rein Kiste. Jawohl. Ich habe noch die Stahlschaufel in der Tasche im Moment. Wenn die kaputt ist, weil die können wir ja eh nicht reparieren. Ja. Also Stahl, ja. Ach, guck mal. So, Kupfer haben wir hier drin. Machen wir nochmal Pfeilspitzen. Wie viele Pfeilspitzen würde ich kriegen? 375. Wow. Weil ich habe jetzt ein paar Barren gemacht. Das sind nicht viele. Aber ich würde sagen, wir machen mal Pfeilspitzen, wa? Ja. So. Dann hast du die auch nochmal. Dass wir da auch nochmal ein bisschen was zusammenbauen. Mache Rest vom Kupfer da rein. Stofffetzen da. Strings habe ich hier oben. Sie rennt wie ein aufgescheuchtes Eichhörnchen rum. So, jetzt mache ich mal meine 22 Bögen. Und er spielt mit der Brille rum. Man hört's. Ah, oh, gucke mal, 121er Bögen. Oh ja. Ja. Mal gucken, wenn der fertig ist mit seinen. Ich zerlege die ja dann wieder, kriege das Holz hier. Aber ich muss unbedingt Gras sammeln draußen. Ich Holz. Ja, wir können ja da vorne zur Base. Da wo ich ja neu baue. Ja. Und da ist ja direkt Wald dran. Da können wir ja dann ein bisschen Gras und Holz sammeln gehen. Ich brauche Ja. sowieso noch mehr von diesen Holzklötzen, damit wir die Mauer noch ein bisschen verstärken können von innen. Ja. Ich wollte gucken, dass wir halt vielleicht so zwei Reihen, also nochmal eine Reihe dahinter machen. Dann brauchen wir ja für hier draußen nochmal für die Lampen. Und jede Menge Spikes brauchen wir nicht nur hier im Haus, sondern auch drüben. Ja. Damit wir da in Ruhe bauen können, tagsüber. Die Klappen sind schon drüben. Die habe ich schon rübergebracht. So. Gucken wir mal. Brauche ich überhaupt noch was? Nee, ich glaube, das war's. 123 gibt es. Yeah. Nimmst du dir auch noch einen aus der Kiste, bevor ich es kaputt mache? Ja. Habe ich. So, was ist denn zerlegen? S. Einen lasse ich noch für Blue. Weiß ja nicht, ob der heute kommt. Wobei ich kann mal, ich lasse mal drei Stück. Wenn Ja. unser dann kaputt ist, können wir dann, oder zu weit runter repariert ist, dann können wir da nochmal neue, weißt du? Neue nehmen. So.
packen wir schon mal die Taschen für gleich, wa? Mhm. Mal die Spitzhacke, das Messer. Ja, das Scharfschützengewehr brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal. Ja, doch, Pistole sollte ich vielleicht doch rauslassen. Oh, ich gehe mal auf die Toilette. Ja, geh mal aufs Klo. Viel Spaß. Mhm. Jetzt. Ja, sagt er. Mhm. So. Das haben wir, das haben wir. Plum. So, die Pflastersteine, die ersten, habe ich auch schon drüben. Erstmal. Geh näher ran, denn er ist kürzer als du denkst. Ich bin gesessen, bitte. Ja, war gut. Eieiei. Staffeln. Geh näher ran. Wolltest du auch essen? Nö. So, da ist nochmal eine Dose. Wir haben auch noch Hundefutter. Hm. Ja, mal gucken. So, Milchkartons haben wir auf jeden Fall genug. Jo. Das ist auch schon mal gut. Ich esse nochmal, dass mein Leben ein bisschen hochgeht. Ich bin wieder auf 85 auf jeden Fall. Ja, hier, das Eier und Speck haben ja auch Wohlbefinden. Ja. Meat has given you strength. Oh, ich habe Stärke bekommen. Wow. Und noch was trinken. Trinken. So, nee, weil wir müssen ja auch das Gras für die Filter haben. Ja. Solange wir noch keine Spüle haben. Nee. Mhm. So, da kann ich mal Pflastersteine bauen. Damit wir nämlich unser Haus auch in der Mitte von diesem Ding da anfangen können zu bauen. Pflastersteine brauchen wir übrigens auch für... hier für die Forge, ne? Für die normale. Okay. Brauchen wir 50 Pflastersteine, einen Blasebalg, 2 Ingotmold, 50 Kopper und 20 Kohle. Wow. Ja. Wenn ich das habe, kann ich eine Forge bauen. Haben wir noch ein bisschen was zu sammeln, glaube ich. Ja, ein bisschen was. Achso, ich wollte ja Pflastersteine machen. Rezepte. Zack, zack. 3. So. Ja, deine Barren sind gleich fertig hier drin. Mhm. Was habe ich hier? Noch Pflastersteine. Die dauern noch. Ja, die dauern halt sehr lange, bis die durch sind. Aber wir können ja gleich trotzdem schon mal sammeln gehen. Messbecher lasse ich nochmal hier drin. Ja, viele Rezepte können wir noch gar nicht lesen, ne? Weil wir noch zu klein sind. Ja. Was ist das hier? Cooking Pots, Grills. Ja, Science. Muss höher sein. Eieiei. Was habe ich denn an Skillpunkte? 2. Genauso viel wie ich. 2. Ja. Wir müssen wieder leveln. Ja. Auf jeden Fall habe ich viel Fleisch spart. Das ist schon mal gut. Was ist das? Kitchen Work Table. Was müssen, brauchen wir denn dafür? Holz, Nägel, geschmiedetes Eisen. Da kannst du einen Koch. You can equip a juicer, a bread bird und a mixing. Ja, das kannst du dann alles da drauf packen.
oder da reinpacken, damit du kochen kannst. Okay. If you can find a broken forge in the world, you can use upgrade into a working forge with this upgrade. Ja. So ein Ding hatten wir ja. Mhm. Ne? Mhm. Und uns hat das Haus ja nicht gefallen. Nö. Also nicht so wirklich. Unterschrank. Es gibt auch einen Laserschmelter. Da brauchst du aber hier dieses Forge Foxium. Da brauchst du schon bestimmte Sachen. Soweit sind wir noch nicht. Ne. Da. Oh, es gibt sogar Stahl. Stahldraht. Es gibt den normalen. Und es gibt den Razor Wire Fans. Healing Agents. Können sogar eine große. Oh, haben wir die Sachen nicht sogar. Aber ich glaube, da war das noch ein Rezept für. Da war eine Truhe und man musste in einer Minute 100 Viecher killen. Hab mal eben 300 Viecher gekillt. Ja, du machst das schon, Daphne. Du machst das schon. Mhm. So. Ach, guck mal. Jede Sekunde 20 Ausdauer. Das ist schön. Das ist hier. Hexendoktor regelt. So, so. Ach, hier, ganz klein Scheiß kann auch mal weg. Ja, der kann auch weg. Müssen wir dann nachher nochmal gucken, dass wir nochmal. Nochmal. Morgen dann Pfeile und auch alles fertig machen, ne? Ja. Rezept. Ah, nee. So, jetzt nochmal. Rezepte. Zack, zack. Können wir noch zwei machen. Das Eisen kommt hier rein. Obwohl, das können wir auch schon mitnehmen. So, dann lass mal gucken, ob die Freunde der Nacht schon wieder da sind. Ja, da kommt was gerannt. Uschi. Aber hier sind auch. Ja, da hinten rennt noch was. Da könnte doch gar noch ein Feral sein, der eine. Ja, deswegen glaube ich auch. Der hinten, hier hinten, der große. Ja. Na du, bist du Ferali? Ja. Ja, komm her, komm, komm. Stacheln warten auf dich. Mhm. Der Dicke ist gestorben. Ja, die Feral braucht ein bisschen länger, ne? Ja. So, du bist kein Feral. Du bist ein normaler. Leg dich hin, genau. Bist du jetzt tot? Ja, glaub ja. Da hinten kommt noch was gekrabbelt, das ist nicht so schlimm. Haben wir sie alle? Ja, das ist doch einer. Also geht auch nochmal. Ja, ja. Ich glaube, da können wir runter. Ja. Hui! Ja, was denn? Wolltest du dich beschweren? Machst du auch nur einmal. Der beschwert sich auch nur einmal. Er ist ein Schweinchen. Essen! Noch mehr Eier mit Speck. Sonnenbrille hat er fallen lassen. Hab ich ein Messer dabei? Wenn nicht, ich habe einen Knipp. Hast du? Mhm. Ich guck mal bei den Zombies. Ach, die sind noch gar nicht gelootet.
Haben wir die vergessen? Das kann sein, wenn wir gefallen. Wenn wir das letzte Mal da den Bug gehabt haben. Ah, das ist möglich. Aber normalerweise, wenn es vom letzten Mal ist, dürfte gar kein Loot mehr drin sein. Ja, weiß ich nicht. Also ich konnte die auf jeden Fall noch looten. Da hinten kommt noch einer. Oh, hier. Oh, da fehlen überall Stacheln. Oh, da müssen wir noch basteln. Ja. Ja, lass uns erstmal zu unserer Base, oder? Ja. Nehmen wir mal die Grasfetzen mit. Wenn ich sie treffe. Nein, den Briefkasten wollte ich nicht weghauen. Nee, hier, stopp, bleib. Nee. Nee, jetzt Haus. Nicht ins Haus. Oh. Zum Mittagessen. Ja, was soll ich dazu sagen? Hinterher? Nö. Nö. Keine Zeit. Da gehe ich jetzt nicht rein. Nee, nee, nee. Lass den mal in Frieden, den Mann. Komm her, du. Oh, nix. Oh, hier ist Gras. Überall Gras. Soja. Könnte es auch mit der Hand machen. Tana macht es natürlich wieder mit der Waffe. Mit Werkzeug. Sojabohnen. Weizen. So, jetzt gehe ich zu meinen Bäumen. Und hau da drüben Gras weiter. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Bäume, die ich gepflanzt habe, die werden nicht größer, oder? Glaube ich nicht. Oder die sitzen zu nah beieinander, zu größer. Aber normal sollten die ein bisschen wachsen. Ich habe in D3 immer den Demon Hunter gespielt und in D2 war ich hauptsächlich als Amazone unterwegs. Da hinten kommt auch wieder was. Egal, ich muss jetzt erstmal hier. Ich muss jetzt erstmal Gras kloppen. Meinen Hammer dabei kaputt machen. Die Hirsche sind übrigens wieder draußen. Okay. Ja, der rennt jetzt hier irgendwo hinter mir rum. Na, what's all mit dem Axt auf dem Kopf? Herr Zombie? Wobei, ich glaube, du möchtest lieber mit dem Kopf los. Ich kümmere mich dann auch gleich mal ums Beet. Ja. Dass ich vielleicht mal ein komplettes, dass ich darauf mal hinarbeite, dass wir da ein komplettes Sojabohnenbeet haben. Mhm. Weil da hast du ja auch Essen und Trinken. Vielleicht auch mal nicht schlecht. So, da haben wir es.
Ach ja, immer diese Hausarbeiten hier. So. Ja, das Unkraut jäten ist auch ein Job. Jo. Ne? Irgendeiner muss diesen Job auch machen. So, ich hau mal unsere Bäume hier weg. Oder auch nicht. So, ich wollte ja ans Beet noch dran. So, das hier rein, das hier rein, das. Lehm kann auch erstmal hier rein, das kann da rein. So. Na komm, dann gucken wir erstmal was. Achso, ich habe doch meine Hacke hier mitgenommen. Fürs Beet. Das Werkzeug. Dann können wir doch gleich ein neues Beet anpflanzen. Und es regnet wieder. Bei dir, ja? Ja. Behalt bei dir. Behalt den Scheißregen bei dir. Das können wir anpflanzen, das. Ach da, das. Ein Teil für Dünger nochmal fertig machen. Ach da ist es. Da. Da. Alle. Da. Da. Nein. Ja, so kann man auch Blödsinn machen. Jo. Ich suche gerade meine Klappen. Wo habe ich die wieder reingeworfen? Meine Holzklappen. Da. Das. Schießel brauche ich eigentlich nicht. So, dann gehen wir mal zum Beet. Mal gucken, was da los ist. Ach so, hier stand, glaube ich, mal ein, dass ein Auto explodiert. So, ich glaube, das Beet sieht gut aus. Und Tana hat keinen Platz mehr in der Tasche. Geil. Sojasamen. Da. Rezepte, Yucca. Kartoffeln, Rezepte, das da, Weizen, wenn du rote Dings siehst, ne, die roten Pflanzen, die für Tee, bring die mal mit. Alles klar. Tomaten. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht bekommen gehabt gerade. Ich glaube, für manche Sachen musste wirklich noch Mais hat, glaube ich, geklappt. Manche brauchst du Dünger. Okay. Manche brauche ich, glaube ich, wirklich Dünger.
Na, da habe ich keinen Platz mehr. So. Rezepte. Sehr warm. Check. Rezepte. Baumwolle. Ja, ich glaube, ich muss das mal. Tomaten werden wir, glaube ich, auch Dünger für brauchen. Mhm. Da habe ich, glaube ich, auch nicht so viel bekommen. So. Mal mit die Schaufel hier rein. Kaffee, Bäume, Tomaten. Weizen brauche ich jetzt erstmal nicht. Die hier will ich haben. Ach, Zombie. Ich dachte erst, ich sehe dich durch mein Fenster. Nee, ich sehe Holz. Was, nur eine? Ja. So. Dann würden wir das echt so machen, dass ich mal zum größten Teil alles einsammeln. Und dann mache ich wirklich mal ein Beet nur mit. Ich glaube, Kartoffeln gehen auch. Kartoffeln wachsen, glaube ich. Weizen wächst. Aber Sojabohnen wäre, glaube ich, am wichtigsten. So wie sonst immer Yucca, weißt du? Ja. So, bringen wir das mal alles. Zipfel. So. Aloe ist auch nicht gewachsen. Nee, gibt's auch nichts. Waren auch nur zwei. Dann würde ich sagen, so, auf die zack, zack, zack. Jawohl, ja. Eine Querbeet-Anpflanztaktik. Ist egal. Hauptsache, wir kriegen hier richtig schöne. Bauen, das sieht das schön. Ne? Jo. Kailaso, moin. Na, alles klar? Ich höre irgendwo was. Der rennt mir doch nicht eine Horde auf der anderen Seite rein. Ich dachte. Ist da was drin, ne? Achso, ging das überhaupt hier bitte? Ja, müsste eigentlich. Müsste. Ach so, könnte man sie auch abbauen, ja?
Ja. Ich hab's ja jetzt verkehrt rum. Bam! Das ist aber nicht richtig, verkehrt rum. Das ist aber nicht richtig. Wieso ist denn jetzt... Ach so, ich habe den Frame aus Versehen weggenommen hier. Aber eigentlich müsste hier oben noch ein Frame dran. Ja, hier fehlt keiner, siehst du mal. Sag mal, ich bin heute so. Bist du überhitzt? Was habe ich denn jetzt schon wieder an? Du Irgendwas. bist überhitzt und ich bin nass. Ja, das passiert so, ne? So. Nee, so hätte ich das, möchte ich das nicht haben. Du machst heute komische Sachen. Ja, ich weiß. Ich mache heute ganz komische Sachen. Hier soll später mal eine Rampe dran. Wir können uns das jetzt aber gerade nicht leisten. Weil zu teuer. Oh, ich drücke immer auf die falsche Taste, ne? Okay. So, jetzt bin ich drinne. So. Müssen wir mal gucken. Ich wollte ja mal das Haus abstecken. Eins, zwei, drei. Machen wir noch mal eine Zweierreihe drumherum, war. Das war da. Eins, zwei. Nee, eigentlich drei. Das sind zwei zwischen. Jo. So in der Größe. Wow. Hast du die Horde bei dir? Ja. Na klasse. Aber sie haben mich zum Glück noch nicht. Laufen die auf mich zu? Nee, ich bin im Kindergarten sind. Laufen gerade noch. Ja, geradeaus vom Kindergarten ist der Bau hier. Nee, da wo ich bin. Warte, kommen zu mir. Yeah. Da oben ist der Kindergarten. Da. Da müsste der Kindergarten sein. Na gut. Will ich dich das mal glauben? Ja. Laufen jetzt Nordwesten. Seht ihr, was ich sehe? Nordwesten, ja. In die Richtung gucke ich gerade. Und wenn ich dann zurückgucke. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. So, da sind die Eckpfeiler für die Bu. Für die. Zack. So, das Beet ist fertig. Müssen wir draußen. Da müssen auf jeden Fall noch mehr Stacheln. Und von innen muss ich mal gucken. Ich wollte ja. Na, also da hinten,
wo die Bäumchen-Dinger fallen, da ist, seht ihr, da sieht man den Kindergarten. Sehe ja sogar ein Hirsch, der hinten bei dir läuft. Ja. So. Dann müssen wir hier auf jeden Fall noch so ein paar Schrägen. Habe ich die nicht auch hergestellt? Glaube, wir machen das doppelt. Kann ich da noch? Genau. Sieht ein bisschen breiter. Irgendwo war noch Schrägen in diesem Kistenwirrwarr. Warum komme ich da nicht dran? Doch jetzt. Du machst halt komisch. Ja, ich mache immer komische Sachen. Müsstest du mich doch langsam kennen, oder? Kailaso, wie geht's dir? Alles gut? Da sind sie. Die wollte ich haben. Wobei, nee, das sind die glatten, ne? Ach, shit. Ich wollte ja die schrägen. Ich wollte ja die schrägen. Alles sehr entspannt, das hört man doch gern. Ich höre was. Ja, warum ist hier denn so warm? Auch weil ich die lange Hose an habe. Wahrscheinlich auch. So. Machen wir mal die Rampe fertig. Ich habe ja noch einen Hammer. Meine Axt ist hier kaputt. Also nehmen wir jetzt den Hack. Hammer-Time. Geht schneller. Meine nächste Hordennacht machen wir wahrscheinlich noch nicht hier. Weil ich die nicht so schnell nicht gesichert bekomme. Ach. Ich habe einen Zappelfüller bei mir. Freunde! Du hast immer Ja. Freunde bei dir, ne? Ja. Ach, schrecklich. Du sollst doch nicht immer. Haben deine Eltern dir nicht beigebracht, dass du nicht immer alles einladen sollst, was kommt? Nö. Na? So. Holz bist du ja am Hacken. Ja. Ja, ich werde dir auch noch mal. Und ja, ich mache das gerade mit dem Hammer. Ich bin jetzt gerade. So, so. Ah, ja. Ich habe gerade gar keinen Jukasaft dabei. Schade. So, ich wollte ja auch Holz. Ach, ich hab Durst. Hab ich noch Wasser hier? Natürlich nicht. Mal kurz was trinken. Entschuldige, den Teil habe ich bei der Erziehung vergessen. Ja, Tanja. Ja. Hier überhaupt was zu trinken hier? Kaffee. Ist ein bisschen schlecht, wenn mir sowieso schon zu warm ist. Kaffee. Eimer Wasser. Du bist durstig. Ja, ich sehe es. Ah, muss ich jetzt ernsthaft nach Hause laufen, um mir was zu trinken zu holen? Das nehme ich erstmal noch. Habe ich noch mehr Durst? Scheint so.
Ich glaube, ich muss einmal kurz nach Hause. Wir haben hier nichts zu trinken. Okay. Bin gleich wieder da. Und die Bäumchen sehen doch ein bisschen dicker aus. Jetzt sind es 900er. Gerade eben waren sie, glaube ich, noch 600. Also geht da doch noch ein bisschen was. Hühnchen! Hühnchen, komm her! Sledgehammer! Ich hab kein Sledgehammer. Ich hör was. Oder bin ich das? Das könnte auch ich sein. So. Kiste. Und hoch da. Ah, sicher, sicher. Du weißt, ob ein Vogel um die Ecke kommt. Ja, man weiß ja nie. So, einen Jucker nehme ich gleich mal mit. Die Samen lassen wir mal. Irgendwas rennt draußen rum. So, ich trinke nochmal eine Milch. Oder zwei. So. Wir haben ja noch ein bisschen Milch. Energy hätten wir auch noch. Wasser ist ein bisschen noch da. Ja, wir müssen unbedingt gucken. Ich muss unbedingt gucken, dass Dings fertig wird. Ach, guck mal, da kommen gerade ein paar Freunde. Das hat geluckelt. Ist schon schlecht, wenn du gerade runtergehen willst und dann luckelst. Hallo. Ein Arm. So. Die mal alle stören, ne? Ja. Du willst nur deine Arbeit machen. Da ist, glaube ich, einer reingerannt, ne? Ach, Kopfer. Nehmen wir auch gleich mal mit. Wobei Kupfer und so alles, was wir in die Maschine da reinpacken, schmeißen. Tannersdeutsch heute. Reinpacken, schmeißen. Habt ihr alle verstanden? Ja. Hashtag des Abends. Reinpacken, schmeißen. Nehmen wir, glaube ich, nachher dann auch nochmal mit. Dann können wir das nämlich schön in unseren Firepit da reinpfeffern über Nacht. Ja. Wenn wir eh dumm rumstehen. So, das kann. So. Das mal da rein. Das brauche ich jetzt auch nicht. Den behalte ich. Davon haben wir genug. Wusste ich's doch, dass ich dich gehört habe. Freund. Schleiß dich hier von hinten an, hä? Nix. Immer noch gejagt. Ach, da kommt noch was. Kannst du nicht das Bunny verfolgen? Jetzt Bunny haut gleich schon wieder ab. Ja, einer kommt noch, ein Dicker. Ich wollte jetzt auch noch die Bäume wegmachen. Ich glaube, da hinten ist auch noch ein. Ach, guck mal! Da ist auch noch ein Händler. Auch noch in der Nähe. Okay. So wie es aussieht. So. Die Rampe ist da. Das ist da. Und die Pflastersteine sind ja für den Bau drinne. Mal rein.
Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen beschäftigt, bis wir das vielleicht... Und falls sich jemand fragt, warum ich zwei gemacht habe, das ist dafür, dass wir... Dann können die hier schön hoch und dann stehen wir hier auf der Kante und dann können wir so abballern. Wir müssen nur aufpassen, es kommen ja auch Spiders. Ne? Mhm. Dass wir die, dass wir hier abends irgendwie das Ding so hochsetzen. Die Frames. So. Juti. Haben wir noch mehr Pflastersteine? Habe ich jetzt die Bar? Nee. Ich dachte. Plattenbock. Block, nicht Bock. Oh. Die brauchen auch vier. Ich glaube, ich fange erst mit der Mauer an hier drin, oder? Bevor wir das Haus setzen. Ja. Wäre, glaube ich, sinniger. Ich habe jetzt außen Holz gemacht, aber von innen werde ich dann doch mit den Pflastersteinen arbeiten. Mhm. Wenn Tana es schafft, die Pflastersteine in ihre Gleise zu ziehen. Oh, euer Ernst? Hast du Besuch? Ich hatte... Einer, zwei, ja, die spawnen gerade die Mittagsrunde. Also ja. Nicht die komplette Horde, aber so ein paar Zombies sind gerade gespawnt. Alter, ich hasse es, Leck zu haben, wenn ich auf der Mauer stehe. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht schon Stacheln hier drumherum hätte. Oh nein, kommt jetzt dein Regen hier rüber? Also ich hab keinen Regen. Es wird gerade grau. Bitte nicht. Wir wollen kein schlechtes Wetter. Wir müssen arbeiten. So. Ah, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier drin wohnen. Ja. Mhm. Mal kann ich den... Habe ich was zu verstärken? Kann ich den schon verstärken in der Ecke? Nee, kann ich noch nicht. Das heißt, ich kann noch nicht mal höher bauen. Obwohl, so weit komme ich gar nicht rum. So. Zwei noch. Der und der. So, das sind die Grenzen fürs Haus. Nicht schießen. Bis Gott. Nee, nee. Glaubst du, ich spiele das nicht mit dem Sniper? Was? Mit dem Sniper, gell? Bombe. So. Dann haben wir das, das, ja. Und zwar. Oh. So, mach hier mal die Rampe zu. Einmal rüber. Ach ja. So. Hier ist so ein riesiges Lehmfeld. Ich würde so gerne hier das Lehmfeld ausbuddeln, ne? Aber dann müssen wir wirklich hier auch wieder alles zumachen. Könnte man eigentlich machen, oder? Ja. Und jetzt hat sie keine Schaufel dabei. Ah, doch, die müsste eine Kiste sein. Ich habe eine 160er Schaufel mit. Ja, ich habe doch meine da reingelegt, glaube ich.
Mal ganz kurz gucken. Blue ist erst gegen 23 Uhr da. Okay. Gerade gesehen. Ja, es ist halt schwierig, wenn man hier am Spielen ist, irgendwo welche Seiten aufzumachen, zu gucken. Hab ich die gar nicht mitgenommen? Ich dachte, ich hätte die mitgenommen. Warte, ich leg da meine rein. Und jetzt hört der Kiste auf. Da sind sie, hier, ich hab sie gefunden. Alles klar. Danke, ich hab's gefunden. So. Ich hab da auch 500 Holzklötze wieder da reingekriegt. Oh, das ist gut. So, jetzt muss ich mal ganz kurz. Das ist wunderbar. Das sind nochmal diese Klötze, ne? Genau. So. Sind das jetzt wie viel rein? Das sind noch nicht viel. Jetzt musst du essen, ne? Ja. Ja. Dann müssen wir es so machen, Sascha, dass wenn ich hier aushole, das Lehm, dass wir da Erde draufsetzen hinterher. Oder Frames. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja. Oh, wo seid ihr? Ach, da hinten. Bis ihr hier seid, kann ich noch ein bisschen buddeln. Schlangensteak. Lecker. Nur hier? Da. Ja, komm her. Oh. Tripperin hat Kohle. Bibi. Noch was gehört? Ich hab ständig das Gefühl, ich höre noch was. Ja. Irgendwo ist noch was. Aber ein Tag nicht, Mister. Irgendwo ist hier noch was. Ach, schön. So, buddeln. Na. Wo? Boah, ich geh mal da oben gucken. Irgendwo muss da jemand rumkrabbeln. Hallo? Zombie, wo bist du? Ich kann so nicht arbeiten. Ich höre auch eine Schlange. Okay. Ah, da kommen jetzt noch mehr. Stirb einfach. So. Wo ist die Schlange? Ach, da ist sie. Nee, 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 nee. Nochmal vergiften ist nicht. Shit, ich hab's ja nicht getroffen. Bin schon am Weg. Mensch. Ich treff das Mistding nicht. Da kommt auch ein Zombie. Kümmern wir uns um Zombie. Mann. Ich hab sie. Kommst du nicht im Zombie? Ja. Schlangengift. So. Versteckt? Ja. Mann. Endlich. Mann, 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 Mann. So. Kann ich ja weiter buddeln, oder? Ja. Buddelt sie im... Oh.
Was denn? Irgendwas ist immer noch getriggert hier. Meint ich immer Pastor, wieder aus dem Kampf in den Kampf, aus dem Kampf. Ja, bin ich auch. Wahrscheinlich in irgendeinem Haus. Ich schau mal drin, das passt. Ich vermute mal hier rechts. Bring was Schönes mit. Ah. Hast du was gefunden? Nö. Nee. Leere Gläser. Bin gejagt. Das. Keine Ahnung. Irgendwo backt ein Zombie fest. Keine Ahnung. Schrecklich, oder? Okay. Diese ja. Zombies hier. Hast du was gefunden? Ja, auf der. Der Nahkampfjäger. So scheiße. Sollst du nicht in den Nahkampf gehen? Das brauchen wir jetzt nicht, das brauche ich auch nicht. Nicht. So, da. Oh, ja. So down? Ja. Gut. Aber da gibt es wenigstens ein Klo. Wie, musst du schon wieder? Nee, sag nur, da gibt's doch kein Klo. Ich habe keine Ahnung. Wir sind hier dauerhaft gejagt, glaube ich. Ah, da, Kappler. Ach, der! Überleg mal, ey. Trinken. Nicht. So. Jetzt aber. Ja. Schaut schon besser aus. Ja. So. Gucken wir mal. Gehen wir das hin hier? So. Kann ich nämlich Pflastersteine zu Hause durchlaufen lassen. Mhm. Bist du jetzt wieder in den Wald rein? Nee, ich bin noch da. Kannst ja mitbuddeln, wenn du willst. Ja. Müssen wir nur halt später wieder dran denken, dass wir das Loch wieder zumachen. Mhm. Ich meine, solange es nur eine Etage ist, können die ja hochspringen. Ja. Ist ja erst wichtig, wenn wir hier umziehen, dass das Loch zu ist. Mhm. Ne? Ja. Ja, die ist warm. Du hast doch gerade Yucca getrunken, Mensch. Müssen nur gucken, das war halt. Obwohl ein bisschen Erde kann auch nicht schaden. So, ich mache mir mal eben einen Zette. Pflanzengut. Gucken wir mal hier. T-Shirt weg. Ich habe ja noch den Panzer an. Wobei, ich glaube, den Panzer mal ausziehen, wa? Where? So. Jetzt habe ich mich umgezogen, jetzt fängst du an zu schiffen. Dein fucking Ernst, Spiel. Das Spiel verarscht mich doch. Ey, Tanja. Ist das sein verdammter Ernst von dem. Wolltest du die Bäume noch weghacken? Vorher? Vorher darüber. Du noch ich weiß gar nicht, ist da Leben? Erde. Erde. So, ich muss mal eben die eine Stahlachse kaputt. Kommt jetzt in die Kiste. Hol ich mir die andere Stahlachse. Können wir eh nicht reparieren im Moment. Mhm. Aber da die so schön viel abbauen, kann ich sie ja wenigstens nutzen. Jo. So, kommt da rein.
Stahlschaufel, wo ist er? Eine hatte ich noch, da. Gut, Waffen haben wir auf jeden Fall schon, wenn die Hordennacht dann kommt. Wir können uns auf jeden Fall gut verteidigen. Bin ich gespannt, wie noch die zweite Horde noch. Bin gespannt noch, wie die zweite Horde wird. Ja, stellst du eigentlich schon Stacheln her? Ja, bei einer dachte ich, glaube ich. Ja, müssen wir einmal noch mal richtig ums Haus bauen. Ich denke mal, die dritte werden wir vielleicht auch noch da machen. Ja. Ich vermute ganz stark, die dritte wird aber auch noch da. Ja, manchmal hast du echt das Gefühl, das Spiel mobbt dich. Im Singleplayer bin ich ja manchmal vor lauter hin und her rennen und machen überhaupt zu nichts mehr gekommen. Das Gute ist, wenn wir buddeln, kriegen wir EP und EP leveln. Oh ja. Wir brauchen Punkte. Eigentlich bräuchten wir auch eine Eisenader. Naja. Aber komm. Ja, wie gesagt, wir haben ja aktuell noch keine Mine. Überleg mal auf dem normalen Server, wie weit du schon wärst. Ich bin mal gespannt, da die ja so vieles umändern in der 17. Ob wir, wie schnell wir bei der 17 an die ganzen Sachen kommen. Ja. Na. Es gab ja Bilder für Chat jetzt, das, wo er gezeigt hat, dass das Crafting-System wohl nochmal überarbeitet wurde. Ich hoffe, die haben das nicht so komplett umgestellt wie bei Ravenhorst und wie hier bei Fennec Mod. Oh. Dann können wir uns, glaube ich, alle warm anziehen. Aber da wir ja mit mehreren dann spielen werden, das ist jetzt okay, das ist nur die Sonne. Ich dachte. Ja, ich kann mir auch gerade durch. Der Mai, da wird's hell. Wo? Ja. Wollen wir jetzt gleich nochmal. Obwohl. Ich glaube, wenn wir gleich genug mit Leben haben. Wie viel hast du? 669. Okay, ich habe 3000 und. Und baue ich gleich den Stein vorne ab, ne? Mhm. Und du kannst ja dann währenddessen die Spikes. Die Spikes und alle reparieren und so. Mhm. Na, und wenn der Felsen dann weg ist, können wir auch da. Müssen wir auch noch Licht machen. Ich bin schon wieder überhitzt, das gibt's nicht. Da habe ich doch nur 37 Grad. Ich denke mal, morgen, übermorgen wird dann auch die. Morgen, übermorgen werde ich dann auch Dings fertig haben. Wenn dann die, Sojabohnen noch fertig sein, da können wir da auch nochmal essen, trinken machen. Wobei, die sind ja eher mehr zum Trinken wie zum Essen. So. Wir haben 4 Uhr. Sollen wir mal rübergehen? Ja. Ja. Nimm nur mal eben Kupfer mit. Dass wir das auch noch. Schaufel lasse ich dann hier. Ja. Das nächste buddeln. Du kannst mir ja dann nochmal neue machen. Hier ist ja auch nochmal Kupfer. Ja. Was ich jetzt noch mitnehme. Hast du ein bisschen Erde mitgenommen? Drei Erde habe ich.
Das ist ein bisschen Gras. Sand nehme ich mit. Mal gucken. Hier war, glaube ich, jetzt kein Kupfer. Nee, der ist nix. Kupfer, Kupfer. Toolsmithing 5, da können wir die Werkbank jetzt lernen. Das dauert noch ein bisschen. Jo. Kupfer. Erde. Vielleicht soll ich doch noch mal ein, zwei mal die. Aber das war jetzt, kann ich auch vor der Haustür. So. Nee, die Bäume wachsen noch, siehst du. Ja. Gib denen noch einen Tag. Dann sind die vielleicht auf. Obwohl, da sind die auf noch einen Tag, dann sind die, glaube ich, auf 1, 2. Kommst du? Ja. On the way. Ja. Nee, wegen Kohle. Ja. Wollte ich nämlich die Erde dann noch ein bisschen buddeln. Kann ich ja hinterm Container machen, ist ja Wurst. Hauptsache wir sind in den. Oder auf der anderen. Nee, andere Seite wäre glaube ich sogar noch besser, ne? Ich habe zwar jetzt hier ein kleines Loch, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, direkt vor der Haustür zu buddeln. Mach ich lieber hier. Ich brauche ja nicht viel. Sich 7 Days eigentlich dann auf Steam? Normalerweise schon, Tanja. Aber die Sache ist die, da das eine Experimental ist und wir die Stable spielen, musst du für gewöhnlich umstellen. Das heißt, du gehst halt in deine Bibliothek, machst Rechtsklick auf 7 Days und dort musst du dann dieses, wo du lokale Dateien auch überher suchst, ne? Da die Eigenschaften aufmachen und da musst du dann umstellen. Die Spielversion musst du umstellen. Weil es ist ein Unterschied, ob du experimental oder normal spielst. Ich hoffe doch mal, dass die. Na, ich denke mal, die Experimental wird wahrscheinlich auf dem Launcher nicht kommen. Theoretisch, Tanja, kannst du dir das Spiel sogar auf Alpha, keine Ahnung, umstellen, wenn du möchtest. Ja? Musst du mal reingucken. Kannst dir auch alte Versionen anmachen. Wuhu! Irgendwas hat mich gesehen. Ach, da hinten. Der da. Hey. Wo bist denn du, Sascha? Am da Haupteingang. Ach, auf der anderen Seite. Ja. Ja, bei mir kommt auch was. Da haben wir die wenigsten Spikes. Ja, zwei Stück oder so gerade mal, ne? Waren da noch. Eine Reihe. Eine Reihe sogar nur noch. Ja, da müssen wir. Ja. Da muss ein bisschen was hin. Ja. Ein bisschen. Ja. So. Haben wir das? Haben wir das? Jetzt müssen wir die Steine noch wegkloppen. Ich glaube, da kloppe ich lieber ein bisschen von oben, damit wir noch ein paar Steine übrig. Weil wenn ich von unten wird ja alles, geht ja alles kaputt. Nee. Mhm. Ach, Schwester, du auch noch. Na komm her. Dir macht es bestimmt nichts aus, Schwester, wenn ich nebenbei noch ein bisschen kloppe. Nee, macht mir gar nichts aus. Ja, Tanja, kannst du dir die alten Alphas mal angucken? Schwester! Juhu!
Ja, sie haben gerade Pfeil in den Unterleib gekriegt. Was sagen Sie dazu? Au! Oh, ich habe sie verfehlt. Warte. Eine in die Brust. Aua! Ist das ein Silikon? Und weg ist sie. Okay. So. Wir haben jetzt gesagt, wir bauen den hier ab. Weil auch wenn man hier immer schön hochklettern kann, es ist halt, wenn die Zombies kommen, die bleiben halt immer dahinter hängen. Das ist echt mies. Und damit Sascha hier noch mehr Spikes rumsetzen kann, weil wir werden definitiv mehr Spikes brauchen, Sascha. Ja. Da müssen definitiv noch ein paar rein rum. Ich glaube, wir sollten auch wo unsere. Was schmeiß ich? Was sind denn das für. Ach, ich habe Nitratpulver gerade fallen lassen. Was habe ich denn sonst noch hier so? Ja, komm, den ziehe ich mal wieder an. Meine Hose ziehe ich auch mal wieder an. Dann kann ich hier nämlich. Oh, nein, die Konsole nicht. Zink. Nitrat. Es ist selten, dass hier was drin ist. Nee, aber dann kann halt. Nee, was wollte ich sagen? Ich habe schon überlegt, ob wir nicht den Eingang, wo wir sowieso immer reinlaufen, ob wir den nicht nutzen, auch zumachen mit Spikes und wir bauen uns dann mit Frames darüber weg. Okay. Müssen halt nur die unterste Treppe dann, Stufen dann noch wegkloppen. Wäre wahrscheinlich sinniger, weil sonst rennen, die rennen nämlich gezielt in diesen Bereich rein. Ja. Und dann ans Haus ran. Ne? Ich meine, die haben sich ja letztes Mal schon ins Haus reingeprügelt. Oh ja. Zufuhr. Ist da irgendwas, was ich kaputt machen kann? Nö. Doch, was ist das hier? Nee. Zerlegen. Ach, das ist hier das andere Zeug. Ich habe gerade Schwefel hier rausgeholt. Hm. Aber wenn Kohle runterfällt, die kann ich glaube ich nicht einsammeln, oder? Nee. Jetzt soll ich gleich mal kurz nach oben ein paar Sachen wegbringen. Nee, aber es wäre halt meine Idee, dass wir die Mitte dann auch noch zusetzen. Ja. Ach, ich habe die ganzen Bausachen von drüben noch in der Tasche. Mäh. Ich bin noch mal kurz rüber. Ja. Die brauche ich ja hier nicht. Nö. Ja, manchmal, ne? Manchmal hat man's. Oder auch nur manchmal. Nee, nee, nee. So. Oh, jetzt stehen hier überall Zombies auf. Könnt ihr nicht liegen bleiben? Schwefel bleibt hier. Das können wir hier lassen. Die bleiben da, die bleiben da, die bleiben da. Die 21. Ja, komm. Bleib hier, bleib hier. So. Jetzt alles. Nee, ich hab nicht alles da gelassen. Freunde, könnt ihr nicht gleich wiederkommen? Ich hab grad zu tun. Ugh.
Ja, ich wollte nur schnell meine Sachen hier hinbringen. Das spawnen erstmal vier Zombies. Wenn nicht sogar mehr, die ich nur gerade nicht sehe. So, Kinders, jetzt ist aber Ruhe hier. Tot. Tot. Tot, da hinten kommt noch mehr. So, dann schmeiß ich das schnell hier rein. So viel zum Schnell. Tschüss. Ja, so, da kommt zwar noch was, aber ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit warten, bis hier alles um die Ecke kommt. Ja, ist klar. Sondern möchte gerne weiterarbeiten, weil wir haben morgen Tag 12. So langsam sollten wir, ne? Ja. Unsere Butze hier fertig haben, kriegen, tun. Geiles Deutsch. Fertig haben, kriegen, tun. Noch so ein schöner Hashtag. Fertig haben, kriegen, tun. So, ich mach mal. Hier an die Ecken. Ich meine, du machst ja weiter Spikes. Ja. Aber mach hier mal an die Ecken so. Damit wir was sehen. Auch wenn du noch weiter. Oh, das eine Auto muss dann auch weg, ne? Wenn wir noch weitersetzen. Dann muss das eine Auto aber noch weg. Da kommen die Fackeln dran. Was? Ich hab mal geschaut, ob ich irgendwas zu lang hat. Ja, ein Bikerboy ist mir Hey. hinterhergelaufen. Nee, ein Skaterboy. Aber sie doch versteckt. So, aber da. Sollen wir nochmal Fackeln So, machen? Hä? Auto ist weg. Jawohl. Dankeschön. So, das auch schon mal. Können wir ja morgen dann die Frames, die Stacheln in der Mitte reinmachen, zum Zumachen. Ja. So. Da können wir hier. Muss halt den Stein noch wegmachen. So. Mal darüber. Und einen noch hier. Ja. Reicht doch. Weil du bist, glaube ich, ein bisschen weit darüber. Stimmt ja, man kann die Flöcke ja theoretisch auch aufstellen und kleinschlagen. Kriegst ja auch noch Holz. So, ich würde sagen, hier. Ja. Nicht ganz abgezählt. Müssen wir dran denken, dass wir noch mehr Fackeln bauen. Ja. Dass wir die da dranhängen können. So, mein lieber Stein. Jetzt geht's dir an den Kragen. Wobei, weißt du was? Ah, so.
Messer. Ich finde das lustig, dass ich aus einem großen Stein mehr Eisen rauskriege, wie aus den Ressourcensteinen. Mhm. Hey, Biker. Was? Ein Biker schon bitte. Wo? Hey, Zappelphilipp. Was wollt ihr denn da? Wir sind frisch gesetzt, ey. Ich hab gerade aufgebaut. Was soll die Scheiße? Ich fall noch drauf. Ja, ich hau hier gerade mal das Ding von unten weg. Was? Hast du noch einen Platz? Da zwei Bier nämlich mit. Ach, du hast keinen Platz mehr? Nö. Was hat denn der Schönes? Zwei Bier. Wow. Da betränken wir uns heute Abend. Hä? Da betränken wir uns heute Abend. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt. So, meine Spitzhacke ist im Arsch. Hab ich nicht noch eine gehabt? Nö. Aber ich mache mir jetzt den Hammer. Den kleinen. Werkzeug. Ach, die Steinerz meine ich. Nicht den Hammer. Wie auch immer ich auf Hammer komme. Das dauert zwar länger. Naja. Brauchst du eine Spitzhacke? Eine Spitzhacke, ja. Ich habe eine 114 eingesteckt. Bitte? Ich habe eine 114 eingesteckt. Ja, wenn du mir die mal eben ausspuckst. Ja. Liegt von oben? Da. Ach da. Danke, gell? Bitte. Alles geht mit denen doch ein bisschen schneller. Ja. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Ja, wir haben ja nicht genug Ausdauer. Ich bin aber immer noch irritiert, dass ich bei dem großen Stein hier mehr rauskriege wie bei dem kleinen. Mhm. Ich bin schon wieder überhitzt. Bleib mal gucken, dass ich gleich noch ein bisschen Stacheldraht herstelle. Mhm. Mein Plan wäre, dass ich vielleicht... denkst du dran, bevor du den so weit stellst, dass du noch eine Laufdings machst? Einen Laufweg gelässt für uns dazwischen? Wobei, wir können ja auch wieder mit Frames darüber. Was machst du da eigentlich? Ich kann aber das repariert, ist da. Achso. Hast du jetzt schon direkt zugemacht? Nee, unser Gang ist verdammt. Unser Gang ist noch offen. Unser Gang ist noch offen. Ah, es wird mir schon wieder so heiß. Naja, gleich ist Feierabend, wollte ich sagen. Wir haben gleich Feierabend. Wir gehen gleich nach Hause und trinken und essen was. Mhm. Wir haben gleich Feierabend. Das war gut. Aber so will ich vielleicht trotzdem mal machen. Weil ich hab so im Urin, dass vielleicht was kommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ein bisschen ist noch. Das schaffe ich noch. Bis Horde Nacht habe ich den abgebaut. So. Nein, ich will hier keine Flöcke hinsetzen. So. Forge Copper. Ich glaub, der Abendrunde kommt. Ja. Warte, ich geh mal nach hinten, da kannst du auch rauskommen.
Die laufen genau in deine neuen Spikes rein. Ey! Ja komm, den Loot nehmen wir noch mit. Das ist uncool! Die hängen alle am hinterm Stein fest. Bertha! Bertha! Da kommen noch mehr. Pass auf. Ja, sind die dahinter gespawnt oder was? Nee, wahrscheinlich. Nein, die sind hinterm Haus. Guck mal, die kommen aus dem Haus. Hey! Wer hat euch eingeladen zur Pyjama Party? Die laufen alle durchs Haus. Guck sie dir an. Sehen die uns überhaupt nicht? Nö, sind doof. Wir sind versteckt. Tatsache. Einfach mal reinzimmern. Loot. Ich will Loot. Ich will dein Blut. Was soll man so durchlaufen lassen? Den Einzappel Philipp, da treffe ich nicht. Doch. Und er läuft trotzdem weiter. Dann lass ihn laufen. Wer nicht will, soll laufen. Wer nicht will, soll laufen. Also zwei sind gekommen, der Rest... Ja! Also für fies, ey. Nicky. Krabbelt immer noch weiter. Keiner von uns trifft den Kopf, ne? Solcher. Ne. Ey. Jetzt. Nein. Woher? Du hast jetzt so viele Pfeile geschluckt, du wirst jetzt sterben. Das gibt's doch nicht. Der hat schon mal auf die Knie gelegen. Sag mal, ist der doof? Der ist ruhig. Du Dreckstück! Sniper! Ja, mit dem triffst du. Ja, Sniper, komm. Du kleines Miststück. So. Aber können wir spawnen looten noch, oder? Ja, wir haben noch 13 Minuten, bevor die anderen spawnen. Ich glaube, wir gehen nicht runter, oder? Willst du noch runter? Nö. Ja, muss man. Die holen wir uns morgen früh. Alter. Ich habe gedacht, die will ja gar nicht sterben. So. Oh mein Papa. Ja, ich einbarren kann ich noch machen. Lass das. Hier mache ich noch mal. Ich auch schon mal die Hälfte. Sind 70. So, restliche Kupfer kommt dann hier rein. Habe ich dann nicht irgendwo hier noch was? Nee. Kommt da rein. Maismehl? Wie, wo habe ich denn? Ach so, aus dem Zombie. Kohlebrocken, das brauchen wir nicht. Salzkristall. Siebels. Ich habe Salz gefunden. Okay. Habe ich aus einem großen Stein abgebaut. So, ich hätte dann gerne die Erde und das Lehm, der Herr.
Ja. Brauchst du dann Fackeln? Ja. Ja. Ich glaube, 8 Fackeln haben wir nämlich noch, aber. Boah, ich muss. 14. 14? Ja. Ja, aber wenn du überlegst, für jedes Ding brauchst du 4. Brauche ich noch ein paar. Trinken. Erde, hast du schon rausgekommen? Nee, ich bin. Ich habe nur meine in der Tasche, glaube ich. Okay, ja. Meine Erde ist nicht da drinnen. Okay. Oder habe ich die doch genommen? Weiß ich gar nicht. So, alle, zweite Truhe. So. Weil dann mache ich nämlich auch gleich. Ach, jetzt habe ich nur 30 Holzflöcke. Na, egal. Ich mache auch Wasserfilter gleich noch mit. Und Wasserfilter noch mit. Die Erde brauche ich ja für Kohle. Warte mal. Kann ich Wasserfilter? Rezepte. Wie viel kann ich machen? 47. Wie brauchen wir? Da ist aber mein ganze Pflanzenfaser weg. Mann, war das jetzt ein Kampf mit meinem Pflegehund. Dem habe ich jetzt einen Knochen wegnehmen müssen, da er dies nicht fressen darf von seinem Frauchen aus. Und ich halte mich an dies, was mir gesagt. Ja, sollte man schon gucken, wenn man ein Tier, weißt du? Auch wenn man es den Tieren gerne geben möchte, manche dürfen halt manche Sachen nicht. Ich kenne das von meiner Schwester mit ihren beiden Hunden. Der Kleine durfte alles und die Große war halt auf fast alles allergisch. Und die musste halt immer dumm aus Wäsche gucken, ne? Meine Schwester hatte eine Küche extra wie so eine Klappe, weil sie mal Katzen hatte. So eine Tierklappe, so ein Loch. Und der Kleine konnte dann immer da durch, hat sein Leckerkäschchen gekriegt und der Große hat den Kopf da durchgeguckt. Und die hat ja immer so treu doof geguckt. Das war ein Bild für die Götter. So, ich mache jetzt mal 27 Wasserfilter. Ein bisschen was haben. Weil ich muss ja auch noch mal Bögen machen, dass wir ein bisschen höher kommen. So, haben wir hier noch mal Kohle, Sand, Erde. Wobei Erde und Holzklotz kann ich ja erstmal. Kann ich ja hier noch mal Kohle herstellen, 10 Stück. Du hast halt keine Holzklötze hier mehr, ne? Nee, ich habe da So. alle in die erste Kiste reingekippt, neun bis. Ja, die haben wir, glaube ich, alle drüben, ne? Ich klaue mal Ja. die Steine, den Lehm. Wasserfilter stellt er gerade her. Essen. Also ein bisschen Essen haben wir ja noch. Ja. Im Notfall, wir haben auch Blut. Ja. Soll ich Aber Schaufeln auch herstellen, zwar? oh ja, bitte. Essen habe ich, das habe ich. So. Pflastersteine brauchen wir. Hier läuft das durch. Da läuft 95. Ja. Ist nicht viel, aber. Ach, du hast eine Steinstaufel hergestellt. Ja, aber der andere ist gerade in Arbeit. Bitte? Der andere ist nachher gleich in Arbeit. Alles klar. Die Pfeilspitzen, die jetzt in dem Ding hergestellt werden, die Kupfer, Ja. die kannst du dir nehmen. Okay. 124 stellt er noch her, 56 sind schon fertig. Mhm. Und danach kommen ja auch wieder deine Kupfer. Ja. So, ich stelle da mal nebenbei Bögen her. Wenn dann die Wasserfilter fertig sind, damit wir hier Armbrust. Ja, die können wir erst bauen, wenn wir geschmolzenes Eisen. Geschmiedetes Eisen haben. Ja, nur dass die Flocke so heiß, dass der sie eingesehen hat, um wieder herzugeben. Ich habe bald was. Ja, das ist, ja. Das ist manchmal ein Kampf mit den Tieren, ne?
So. Wie viel kann ich herstellen? Oh ja, können wir skillen. Ob so Pflanzenfasern? Ja, jene Menge. Und 85 habe ich. Ja, wenn du die in die Kiste legst, nehme ich mir die gleich. Ja. Kann noch wieder am nächsten Tag wieder Holz fahren gehen. So, Wasserfilter sind auch fertig. Mach ich gleich noch mal ein bisschen Wasser. Wobei, nee, ich habe ja 27 angemacht, ne? Ja, sonst dauert es noch ein bisschen. Die erste Kiste ist da reingekriegt. Ah, danke schön. Bitte. So, ich lege die Wasserfilter wieder hier rein. Mhm. So. Pflastersteine sind auch eine Mache. Das ist eine Mache. So langsam wird's. Ja. Langsam. Hier brennt Kohle. Hier sind Fallspitzen und Kupfer. 8 Kupferbarren kommen nochmal. Ja. 8. Mehr ist nicht. Besser als nix. Besser wie nix, das stimmt. Eigentlich noch irgendwo Fleisch rausnehmen. Haben wir, glaube ich, alles vorne schon in der anderen. Ansonsten müssen wir uns das Essen doch nochmal rüberholen. Ja. 35 Fackeln habe ich. Ja. Wird reichen, oder? Du musst halt gucken, dass du die. Am besten immer an den Seiten. Eine rechts, eine links. Mhm. Ja. Und die restlichen vielleicht bei uns oben ans Dach. Ja. Dass wir die da machen. So. Okay, fängt an. Gut. Gucken wir mal, was wir für Bögen kriegen. Möchtest du ein M&M? Oh ja, bitte. Und das Ende vom Lied ist, ich habe jetzt eine kleine Wunde am Finger, kommt aber vom Knochen und nicht vom Hund. Die hat mich nicht gebissen. Eieiei. Hast du den Finger geklemmt oder was? Ja, mit Tieren. Ja, kann man sich schon mal verletzen. Mhm. Ja, es ist nicht so einfach. Ich kenne das. Und die anderen kennen das teilweise wahrscheinlich auch. So, 24 sind wir. Der Knochen war ja schon angeknabbert von meiner Cora. Der war nur spitz. Ah. Ach, der Knochen. So. Ja, ein Knochen kann man sich sowieso so schnell fest wehtun. Ja, das, da muss man echt aufpassen.
Von meiner Mutter, der Hund, der hatte immer die Angewohnheit, der hat die im Gästebett versteckt. Du glaubst gar nicht, wie oft ich hochgeschreckt bin, weil da irgendwo ein Knochen lag. So sind sie halt, die Kleinen. Ja, weil Hunde neigen ja eigentlich dazu, ihre Knochen, ihre Sachen zu verstecken oder zu verbuddeln. Ne? Ja. War schön. Habe ich noch Platz dafür? Ja. Hab halt jede Nacht etwas in meinem... Da fällt mir der eine Spruch von der Prinzessin zu ein, Sascha. Was kann er? Warte. Ich habe entsetzlich geschlafen, die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich weiß nicht, was es war, aber in meinem Bett lag was Hartes, sodass ich am ganzen Körper grün und blau bin. Ja, Prinzessin Talanji, was sie sagt, wenn man sie oft genug anklickt. Das mit dem ganzen Körper grün und blau. Ach so. Ja, das fällt mir dazu ein. So, dann schaufel es oben in der Kiste. Ich muss nur mal eben hier die Kiste leer machen, weil ich keinen Platz mehr habe. Bin ich schon bei 127. Ja. Yeah. Ja, weit ist das noch nicht. Ja, warte mal hin. Weil der Spruch ist halt so witzig. Ich glaube, Bane gibt es auch einen, aber ich weiß gar nicht, ob ich den schon drin habe. Da kommen ja noch einige mehr dazu. Auch für die Mods und für die Subs kommen auch nochmal extra Sachen. Gerade so viel zu tun und da kommst du nicht, ich komme nicht hinterher. Ich komme da einfach nicht hinterher. Da müsste ich einmal 4 Wochen Urlaub machen. Aber das, ne, 4 Wochen nicht streamen? Oh mein Gott. Oder andere Leckerchen oder Hunde. Naja. Und mittendrin die Tiere dann. Und weh, du bewegst irgendein Kissen oder eine Decke. Wobei mein Kater hat es nicht gestört. Den konntest du auch mit Decke durch die Gegend schieben. Der war da sehr entspannt. Hauptsache, du hast ihn nicht aus dem Bett geworfen. Alles andere war ihm egal.